Hallo, bevor wir jetzt mit dem Vortrag starten, möchte ich doch einmal ganz am Anfang die Gelegenheit nutzen und mich bei Alain bedanken, der, glaube ich, sehr viel Arbeit gerade damit hat, dadurch, dass die Vorträge nun mal digital stattfinden, das alles zusammenzuschneiden. Dann natürlich ganz besonders bei der Typografischen Gesellschaft München und dort ganz explizit bei Christina für die Einladung und genau, das war mir sehr wichtig, das einmal vorwegzunehmen, weil freue ich mich natürlich über die Einladung und darüber, dass es trotz Corona und allem jetzt dann doch möglich ist und wir das auf dem digitalen Weg machen. Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu meinem Vortrag digital. Leider bin ich jetzt gerade ja nicht in München, worauf ich mich sehr gefreut habe. Ja, darum machen wir es jetzt eben über den digitalen Weg. Hat sich auch sehr etabliert im Moment. Mein Vortrag ABC, Easy as 1, 2, 3. Ich möchte ein paar Arbeiten von mir natürlich zeigen, will aber auch thematisieren, wie wir Gestalter mit Schriften umgehen und das auch in den Raum werfen, was sagt eigentlich ein Schriftgestalter ganz genau dazu. Also findet er das gut, aber da kommen wir später zu. Erstmal zu mir. Oder zu meinem Studio. Ich bin in Berlin ansässig. Seit 2011 habe ich das Studio Lindhorst Emme. Seit ungefähr 2 Jahren mache ich das zusammen mit Lea Hinrichs, auch Grafikdesignerin. Und wir haben uns spezialisiert eher auf Buch, Plakat, Corporate Identity. Was aber wichtig ist, hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich mittlerweile im kulturellen Bereich. Und es gibt ein bisschen... Ich komme aus Bielefeld, da habe ich auch studiert. Lea kommt aus Friesland, sie hat in Bremen studiert. Bin Mitglied im Type Directors Club und im Verein 100 Beste Plakate. Und weil ich es gut finde, mich da auch zu engagieren, zumindest bei 100 Beste versuche ich das. Und einmal einen kleinen Einblick ins Büro. Klein, aber fein, würde ich sagen. Wir sitzen da zu dritt. Es gibt auch noch eine Fotografin, die mit dort sitzt. Ich mag es, diese Mischung der Disziplinen zu haben. Auch eine gute alte Freundin, auch von damals noch aus dem Studium. Was man da sieht, die Tür. Ich habe das Glück als Grafikdesigner und das ist wirklich eigentlich ein Traum, nebenan direkt eine Druckerei zu haben, mit der ich natürlich nicht ausschließlich zusammenarbeite, aber dadurch habe ich als Grafiker so etliche Papiermuster, weil die natürlich immer eigentlich alles vorrätig haben. Ein anderer Blick, habe da eine kleine Galerie, wo ich die Plakate aufhänge und wenn ich jetzt Kunden empfange oder auch hier eben mit den Büchern. Genau, Berlin habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Unterschied ist, aber wenn man jetzt hier vor die Tür tritt, morgens auf dem Weg zu meinem Büro zum Beispiel, ist es einfach so, du bist überall umgeben mit, ich würde Grafikdesign, irgendetwas, was dich inspiriert oder auch nicht. Schlechte Sachen, gute Sachen. Es ist dreckig wie links auf dem Bild. Es wird einfach alles genutzt, um es voll zu plakatieren. Also die Aussage, dass das Plakat gegebenenfalls tot sein könnte, sehe ich da in gar keiner Weise. Auch wenn man hier sieht, in der Mitte dieser Burgerladen völlig zugestickert oder eben auch hier mal wirklich schöne, ich glaube das obere wie so ein Einzelwerk auf einer alten Zeitschrift bemalt, was aber auch seit einigen Jahren so ist, weil Berlin war immer dafür bekannt, dass die kulturellen, die kleinen Galerien und so weiter, diese Flächen an Stromkästen, Flaschencontainern und so weiter nutzen konnten, dass immer mehr Große das auch nutzen. Wenn wir rechts gucken, Fortnite, also bin glaube ich nicht die Generation, aber ein Computerspiel, ich glaube, die hätten die Kohle, sich Werbeflächen zu kaufen. Es ist nur natürlich total State of the Art, im öffentlichen Raum wild zu plakatieren und das macht es leider in Berlin auch immer schwieriger für kleine Galerien, wo es sonst üblich war, alle Flächen zu nutzen, wo sich keiner beschwerte. Na, da kommen die großen Global Player mittlerweile halt auch und werben wie Adidas und Nike und plakatieren ihre Sachen darauf. Hier mal ein kleiner Auszug an Büchern, die ich gemacht habe. Wie gesagt, das ist wirklich, Buch ist meine Leidenschaft, würde ich sagen. Es ist einfach ein komplexes Objekt. Es muss durchdacht sein, typografisch.
sag ich mal, reiner gearbeitet sein als jetzt zum Beispiel das Plakat, das ich eher als meine Spielwiese ansehe, wo man jetzt hier auch schon sieht, die gestretchten Schriften, was ich eben sehr, sehr gerne mache. Und genau, worauf ich dann gleich auf jeden Fall noch eingehen werde. Mit Illustrator arbeite ich sehr gerne. Ich glaube, es ist, ich bin noch ein Kind des Macromedia Freehand und Illustrator, ich tüftel damit einfach ganz gerne und experimentiere. Werde ich nachher aber auch noch ein Beispiel zeigen. Hab das aufgeteilt, die Kapitel. Wir starten mit A, B, C. A, stretch it. Was heißt das eigentlich genau? Also in meinem Fall, wie ich das Ganze handhabe, habe das mal an einem Beispiel deutlich gemacht. Eine meiner Lieblingsschriften ist die Dama Gothic von einem japanischen Schriftgestalter, dessen Namen ich mir nicht merken und vor allen Dingen auch niemals aussprechen könnte. Genau, wie gehe ich davor? Wenn ich einen Titel zu einer Ausstellung habe, ein Wort, was auch immer, ich wandle es in Pfade, was wir hier auf dem Chart auch sehen. Dann gehe ich her und verlängere die Buchstaben, dass die auf dieselbe Versalhöhe, X-Höhe, amortisiert sich ja dann an der Stelle, aber auf, ich sag mal, Versalhöhe kommen. Wir sehen das E natürlich auch ein Stück drüber hinaus, wie das üblich ist. Das O ziehen wir nach. Und schon haben wir das Wort Hello in derselben Höhe gestretched dort stehen. Ausgewogen sieht das Ganze aber noch nicht aus. Ich finde immer eine Orientierung entweder nach oben oder nach unten sehr schön. Deswegen habe ich den Mittelstrich des H's auf dieselbe Höhe wie von dem E gebracht. Ja, sieht schon ganz nett aus. Was mich jetzt noch stört, ist der untere Strich vom E. Den ziehe ich ran, damit wir annähernd überall dieselben Abstände haben oder zumindest optisch. Genau. So ist meine Vorgehensweise, da es mir halt einfach sehr wichtig ist, die Anatomie der Schrift oder des einzelnen Buchstabens im Duktus, also in der Strichstärke, gleich zu behalten. Hier haben wir ein paar Beispiele. Das Cover für die Novum, wobei die Schrift unten dieses Posters ist komplett selbst gebaut und arbeitet aber mit demselben, aber natürlich dann auch mit einem Rapport. Wir haben das O in ganz lang, wir haben 2P. Ich arbeite gerne mit Rastern, damit sich Linien wieder treffen, damit es eben nicht chaotisch wirkt. Oder auf der rechten Seite das Vinylcover für die Band Mikatone, für The Crack. Und dort sieht man auch sehr schön, dass ich gerne analog und digital auch mische. Das ist mir auch, also es macht einfach Spaß. Und nur digital, nur vom Computer sitzen, ist ja auch nicht alles. Und in dem Fall dann halt wirklich, ich habe diese Cover in negativ und in positiv gebaut, habe sie ausgedruckt, dann zerrissen, habe sie wieder zusammengeklebt, habe sie mit Fehlstellen versehen, habe die ganze Sache am Ende gescannt, koloriert und daraus im Endeffekt das ganze Plattencover gebaut. Also auch, dass die gerissenen Linien ziehen sich vorne aufs Cover, das ist jetzt ja die Rückseite, um bis in den Innenteil und auch selbst auf dem Label für die Vinylplatte sieht man, dass auch an einer Stelle etwas weggerissen ist. Also bei dem Titel The Crack lag das natürlich nah. Stretch it too. Ich sagte ja schon, es gibt auch zwei verschiedene Arten und Weisen. Wieder am Beispiel des Wortes Hello. Hier ist einfach alles in Versal geschrieben und ich habe es einfach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, im InDesign auf 200% hochskaliert. Was dort dann eben passiert ist, sehen wir gut beim O, dass sich der Schriftduktus, also die Strichstärke, verändert. Das ist ein Stilmittel. Ich kann damit einfach nicht so gut umgehen, will das nur auch aufzeigen. Ich mag es halt, wenn ich, wie gesagt, die Anatomie des einzelnen Buchstaben versuche, so gut wie möglich beizubehalten. Ich sehe sowas aber sehr häufig und ich mag es auch, bin aber darin einfach ungeübt, nicht so gut. Und wenn mir Dinge nicht so gefallen, dann macht es ja auch irgendwie keinen Sinn oder ergibt keinen Sinn, dass ich damit arbeite. Man kann das Ganze natürlich auf die Spitze treiben und wie ich finde, ästhetisch kommt da auch etwas sehr Spannendes bei rum. Ich habe jetzt mal mein Hello, also mit dem gleichen Duktus, daneben gestellt. Wirkt jetzt erstmal ein bisschen, klein, fiepsig und unausgewogen.
Ich kann das Ganze natürlich auch auf die Höhe bringen. Jetzt kann man gar nichts mehr lesen eigentlich und es sieht aus wie ein Strichcode. Man muss an der Stelle natürlich auch beachten, dass man eben den Mittelstrich vom H und E, also auch wieder auf die Mitte bringt, wo sich ja vieles bei Buchstaben abspielt. Und schon habe ich in dem Sinne auch ein Hello in der Art, wie ich gerne stretche, rechts eben in einer anderen Art und Weise. Hier ein Beispiel, Christina, ich hoffe, es ist okay, dass ich das genommen habe, denn wie gesagt, es gefällt mir sehr, sehr gut. Problem ist einfach, ich kann das so nicht, wenn ich das sehe, auch rechts mit dem Feuermelder, das Zusammenarbeit. Entschuldigung, es sieht sehr, sehr schön aus. Und auch das City Light, es ist eine Art, vielleicht muss ich damit einfach mal etwas mehr experimentieren. Aber wie gesagt, es ist eine andere Art und Weise, Schriften zu verändern. Für beide gilt natürlich, ich bin jetzt immer nur auf die Vertikale eingegangen, könnte man genauso gut in der Horizontalen machen, werde ich später aber auch noch mit Beispielen drauf eingehen. Stretch it like crazy. Was soll das heißen? Klar, ich kann natürlich die gestretchte Schrift auch sehr frei bearbeiten und an der Stelle sozusagen mir noch fast eine Form der Sache geben. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie nach einem Autounfall, finde ich. Also nicht wirklich schön. Das hingegen oben, unten sozusagen, ja, unberührt. Man kann das sehr schnell, dieses Wort wieder zusammensetzen. Das kennt ihr sicherlich auch noch alle. Man kann immer viel besser nur die Unterlängen stehen lassen. Eine Schrift ist besser lesbar, als wenn ich die Oberlängen, also unten etwas abschneide, nur die Oberlängen, weil sich Schrift da sehr, sehr ähnelt und gegebenenfalls ich Sachen falsch lese. Auch hier eine Form. Oder wie gesagt, auch in die Breite. Es bekommt etwas, ein bisschen was von einem Fischei, würde ich jetzt fast vermuten. Und ja, für den gewissen Einsatz, wo man es dann braucht, ist das auf jeden Fall sehr gut anzuwenden. Hier auch mal ein Beispiel, also auf der linken Seite fürs Neubad in Luzern, ein Molly Birch Plakat. Ja, da bin ich auch auf Sie, ihre Stimme eingegangen. Sie hat eine recht variable Stimme von recht hoch, nicht unbedingt tief, aber ja, hoch und runter, so ein Singsang. Und das wollte ich in der Schrift, also deswegen auch klassisch eher veranlagt, diese Serifenschrift und dann bei dem U sieht man das sehr gut, halt wirklich diese Schwingungen reinzubringen. Und beim M und beim Y eben genauso. Und ansonsten halt eigentlich sehr klassisch und ja, clean zu arbeiten. Auf der rechten Seite ein Plakat zu einer Meisterschülerausstellung in Bremen, die in der Weserburg stattgefunden hat. Und der Titel war Oh Wow. Im ersten Moment, wo ich das Briefing bekommen habe, dachte ich, oh no, was macht man denn mit so einem Titel? Oh Wow ist halt sehr hochtrabend, das auch von denen sozusagen so zu nennen. Und habe dann gedacht, also irgendwie muss da was her. Rein typografisch, klar, es sind ja mehrere, die eine Meisterschülerausstellung machen und du kannst nicht exemplarisch eine Arbeit nehmen. Habe also mit der Schrift gearbeitet und bin dann irgendwie auf diesen 70s LSD-Rausch gekommen. Und auch hier trifft wieder zu oben und unten praktisch unverändert und ich kann mir das Wort zusammensetzen. Nicht ganz so einfach, aber es ist auf jeden Fall zu einer Art Marke geworden, weil es dazu eben auch einen Katalog gehabt, der damit gearbeitet hat, die Postkarten, also eigentlich alles hat mit dieser Art visuell von dem Oh Wow gearbeitet. Nun kommen wir zu ein paar Beispielen, an denen ich Dinge auch noch ganz gut erklären kann. Neubad Luzern. Für die ja, mache ich öfter Musikplakate. Hier seht ihr mal, was das eigentlich ist. Ein stillgelegtes Schwimmbad, Hallenbad in Luzern, das eben Veranstaltungen macht, Konzerte, Lesungen, solche Sachen. Schön gelegen auf einer Art Insel von Straßen umgeben und wirklich ein Anlaufpunkt in Luzern. Ich habe mal das Beispiel genommen für das Radian oder Radian Poster, das ist eine österreichische Experimental Jazz Combo. Oben seht ihr Entwürfe zu dem Plakat.
Ich hatte auch mal gedacht, mit sehr dünnen Linien und dann eben in die Länge gestretched zu arbeiten. Fetter im Rapport, ein Wendeplakat, in Rahmen gesetzt. Also man experimentiert ja erstmal rum, bis man seine Form sozusagen gefunden hat, mit der man weiterarbeiten möchte. Und das war die unten links Ausgangsform. Dann eben dort auch ein paar Abwandlungen und mit einem aufgerasterten Foto. Und ja, ich wollte halt so ein bisschen dieses Lamellenähnliche haben. Und was man hier sehr schön sieht, ich habe die Schrift in der Horizontalen einfach mal gestretched. Und das mag ich halt insbesondere gern, wenn ihr euch das Wort 21 Uhr, also auch es startet um 21 Uhr, es wird eine gewisse Zeit dauern, also gerade das H in die Länge zu ziehen, fand ich an der Stelle mehr als passend. Und es hilft mir natürlich auch, dass ich mit den unterschiedlichen Längen der Wörter oder der Angaben auf dieselbe Breite komme. Klar, das ist für das Plakat ebenso wichtig. Richtig. Und auf der rechten Seite einfach noch ein animiertes Plakat, was ich auch sehr wichtig fand, um eben dieses Lamellenmäßig, was ich meinte, mit der Vorhang geht auf oder da öffnet sich etwas und dann geht es auch los, darzustellen. So, auch hier noch ein paar weitere Beispiele vom Neubad Luzern. Auf der linken Seite das Blair-Plakat, was eben auch mit der gestretchten Schrift arbeitet, aber eben auch mit dem Hintergrund, der sich verwebt mit der Schrift. Dadurch bekomme ich eine Dreidimensionalität. Also die Schrift ist einfach nicht vorgelagert auf dem Hintergrund, sondern der Hintergrund kommt auch mal nach vorne. Er greift sich die Schrift und so entsteht ein recht spannendes Spiel mit eben Hintergrund, Vordergrund, Schrift, Plattform, worauf die Schrift liegt. Und das Plakat oder dem Plakat wird etwas von der Zweidimensionalität genommen. In der Mitte das Molly Birch, wie ich schon erklärt hatte. Auf der rechten Seite, ja, da haben wir gar nicht so viel mit in die Länge gezogen oder gestretchter Schrift. Unten das Hillman natürlich schon, aber eine andere Art und Weise, die ich auch, also wie gesagt, wir wollen ja auch darüber diskutieren, wie gehen Gestalter mit Schriften um und wie findet das gegebenenfalls der Schriftgestalter, der viel Zeit investiert hat, darin eine Schrift ausgewogen zu machen, mit ihr zu arbeiten, so dass wir damit arbeiten können und dann kommt da jemand daher und zerschneidet diese Schrift. Es ist zwar immer noch lesbar, er mischt sie auch noch mit einer Serifen und ja, druckt sie auf kleine Zettel, legt sie zurecht sozusagen, also digital zurechtgelegt und ist das dann, darf das Gestaltung, aber wie gesagt, kommen wir später noch zu. Dieses Jahr hatte ich die Ehre und empfinde ich auch so und bin ich auch sehr froh drüber, für den Tokyo Type Directors Club für die offizielle Ausstellung in der Ginza Graphic Gallery in Tokio das Erscheinungsbild, also das Plakat und die ganzen Medien zu machen. Sie haben mir dann Infomaterial und Beispiele geschickt und das große Bild zur Linken, ein Gestalter, den ich sehr, sehr schätze, Ralf Schreivogel aus der Schweiz. Tja, ich habe das Bild gesehen und dachte, Mensch, schön. So ähnlich hatte ich mir das fast im Kopf schon vorgestellt und ja, habe mir dann die anderen Infos, auch was wir unten rechts sehen, angeschaut und habe gedacht, sehr viel und sehr häufig schwarz-weiß. Und das mag ich auch und ich arbeite auch sehr viel damit. Habe dann aber gedacht, warum das Ganze nicht auch mal ein bisschen lauter? Also die haben auch die finanziellen Mittel, mit Sonderfarben zu drucken und habe mir dann überlegt, ich bin auch jemand, der sehr gerne auf die Haptik achtet, also dass bei den Plakaten, gerade wenn es Siebdrucke oder Sonderfarben und sowas sind, ein schönes Papier ist, was sich auch gut anfühlt, habe ich auch hierbei. Wiederum habe ich trotzdem, wie ihr hier seht, einen tiefschwarzen Hintergrund und das ist ein Deep Black und das auch noch doppelt gedruckt, damit wirklich wir eine ganz schwarze Ebene bekommen und darauf zumindest bei dem B1 und dem B2 Plakat mit zwei Sonderfarben gearbeitet. In dem einen Fall wirklich so ein Baustellen-Orange-Rot für das Tokio. Des Type Directors ist das 072C. Bei dem B2 weiß ich es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, dass diese Farben auch richtig leuchten. Und das tun sie jetzt auf dem tiefschwarzen Hintergrund. An der Stelle habe ich
die Schrift auch in der vertikalen in die Länge gezogen und sozusagen dann in den Schriftzeilen darauf geachtet, dass die Schrift durchweg lesbar ist, also wenn ich eine Zeile tiefer gehe, und habe auch noch das Tokyo Exhibition 2020 farblich abgesetzt und das Type Directors Club. Und beides zusammen ergibt natürlich das hauptsächliche Event, aber natürlich ist es auch die Tokyo Exhibition vom Type Directors Club. Gibt dann natürlich noch wesentlich mehr Medien, einen Flyer, die Karte, Fahnen, Fenstergestaltung und. Alles ist in diesem Stil sozusagen realisiert worden. Genau. Dann das Ganze natürlich fürs Web als eine Animation, was natürlich bei den leuchtenden Farben richtig Spaß macht. RGB leuchtet einfach mehr, selbst noch, also im Vergleich zu einer Pantone-Farbe. Jetzt haben wir viel über gestretchte Schriften auch schon gesprochen, oder ich habe viel gezeigt und auch schon angedeutet, so ja, was sagt denn eigentlich der Schriftgestalter dazu? Jetzt möchte ich ein Beispiel bringen. Jeder von uns besitzt ja eine Schrift, eine ganz eigene, und mit der darf er ja machen, was er möchte. Und das ist in dem Fall die Handschrift. Also das ist eine Plakatreihe, die ich gemacht habe zu einer Ausstellung in Schaffhausen in der Schweiz. Und der Titel ist Das Kapital ist weg, wir sind das Kapital, weil es in den Hallen zur Kunst in Schaffhausen stattgefunden hat, wo bis zu deren Auflösung eben das Kunstwerk von Josef Beuys Das Kapital hing, was jetzt im Hamburger Bahnhof in Berlin ausgestellt ist. Und daher kam die Künstlergruppe auf den Namen. Außerdem sind es alles sehr junge Künstler, deswegen auch die Aussage, wir sind das Kapital, also die neuen Künstler. Umgeben, also alles mit der Schrift, zentriert sind Objekte untergebracht. Einfache Alltagsobjekte, die in dem Sinne gar nichts mit der Ausstellung zu tun haben. Sie sollen eigentlich wirklich nur ein Eyecatcher sein. Und da kommen wir zu dem Punkt, was ich ja schon angedeutet hatte, dass ich sehr gerne im Illustrator arbeite. Ich weiß auch, dass man mit Cinema 4D und so natürlich noch fotorealistischere Sachen machen kann. Ich mag aber diesen Charme, dass man auf der Kippe ist zwischen, man sieht sofort, ach, das ist doch irgendwas Illustratives, Gebautes, aber auch, oh Mann, Licht, Schatten, es bekommt wirklich einen richtigen Objektcharakter. Und genau, das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit. So ein Radiergummi, da ist es natürlich weniger. Das ist ja recht flächig. Das Feuerzeug hatte ich. Dann hatte ich noch ein Bierglas. Das gefiel den Künstlern aber nicht. Alkohol, was auch immer, warum auch immer. Und bin dann deswegen gebeten worden, ob ich nicht einen Einwegrasierer, weil es sollten alles so Objekte sein, und es war auch von der Idee, die irgendetwas wegnehmen. Bei dem Bierglas waren es natürlich bei genug Bier, was man getrunken hat, die Gedanken. Das Feuerzeug kann man etwas mit verbrennen, das Radiergummi kann auch etwas ausradieren. Der Rasierer nimmt einem den Bart, die Beine an den Haaren, was auch immer, ist natürlich ein Wahnsinn. Also wie ihr hier seht, und das sind noch nicht mal alle Ebenen, es sind sehr, sehr viele Layer, mit denen man arbeitet, mit Schatten und so weiter. Aber ich finde, die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, jetzt waren das bis jetzt alles nur Plakate oder hauptsächlich Plakate. möchte auch noch ein paar Beispiele geben, wo ich an Büchern dazu gearbeitet habe. Fürs Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst habe ich in diesem Jahr einen Katalog gemacht, kollektive Signaturen. Und habe auch dort damit gearbeitet. Was macht diesen Katalog für mich so besonders? In diesem Katalog ist es eine Plakatausstellung. Also es sind sehr, sehr viele Kollegen dort drin, teilweise auch Kollektive wie Crapus aus Frankreich oder wen haben wir noch? Cyan als ein Duo. Es sind eben Niklaus Troxler, zweimal Goldstein, um ein paar Kollegen zu nennen. Und da war der Druck, würde ich mal sagen, etwas Schönes zu machen, schon auch da. Es ist was anderes, wenn man etwas für andere Grafikdesigner, die alle auch einen Stil haben, macht. Und natürlich dann auch die Vorstellung, gefällt denen das? Und ich hätte jetzt darauf wahnsinnig eingehen können, habe mir dann aber gesagt, wenn überhaupt, kennen mich die Kollegen auch mit diesen langgezogenen Schriften und ich mache das jetzt einfach. Habe das auch im Museum durchgesetzt, was ja auch immer ein bisschen schwierig ist, so mit, ist das denn so gut lesbar und so weiter.
Mir war es aber wichtig, meinen eigenen Stil zu haben und nicht jetzt drüber nachzudenken, was könnte denen gefallen, sondern simpel gesagt, sie müssen das nehmen, was ich mache. Und dann soll es aber auch wirklich etwas sein, so wie ich es nun mal mache. Und dabei ist das eben rumgekommen. Das Ganze auf einem korallenroten, durchgefärbten Papier und innen drin natürlich dann einfach die Werke, die auch in der Ausstellung ausgestellt wurden. Die anderen sind wir, auch eine Ausstellung, die auch im Brandenburgischen Landesmuseum stattgefunden hat, über ein Fotografenkollektiv, wo ich Schrift nicht richtig verändert habe. Ich habe sie nicht in die Länge gezogen, ich habe damit an sich nichts Böses gemacht. Aber eben auch einmal ein Beispiel. Schriftgestalter machen sich wahnsinnig viel Mühe mit dem Kerning, dass die Schriften, die Buchstaben, wie sie zueinander laufen, wie sie zueinander stehen und. Habe ich hier an der Stelle mal völlig außer Acht gelassen und auch bin da, sage ich mal, sehr frei mit umgegangen. Also wie man auf der linken Seite sieht, die anderen sind wir, kann man lesen. Es läuft aber auch auf den Rücken noch rum und habe das Ganze nicht nur auf dem Cover sozusagen so behandelt, sondern bin auch drin, sage ich mal, mit den Schriften, also bis auf die Fließtexte, da bin ich einfach auch Verfechter, wenn man Text darf nicht müde machen, Text darf nicht anstrengend sein, da will man Informationen vermitteln. Aber wie man es hier macht mit einer Headline, finde ich, kann man das auf jeden Fall mal machen. Da gebe ich jetzt ja schon eine Meinung vor. Leicht zu lesen, weiß ich nicht, ist eine Ansichtssache, weil es gibt ja schon einen Grund, warum Schriften eine bestimmte oder Buchstaben bestimmte Abstände zueinander haben. Aber ich finde, Kreativität darf auch nicht zu sehr eingeengt werden. So, der Vortrag heißt ja ABC, Easy as 1, 2, 3. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Und da ich zu der Christina auch schon gesagt hatte, ich würde mir sehr wünschen, dass wir am Ende einen Diskurs haben, sprechen darüber, keine Ahnung, mir sagt, finde ich scheiße, was du mit den Schriften machst, finde ich gut. Vielleicht haben wir ja auch unter den Zuschauern Schriftgestalter, die sich wirklich mal dazu äußern können, ob sie das gut finden oder ob es auch daran liegt, wie gut jemand etwas macht. Kann ja auch sein. Mir geht es nur darum, einmal aufzuzeigen, dass, obwohl ich das sehr viel mache und das mir ja auch ein großes Anliegen ist, Schriften nicht einfach so zu nehmen, wie sie kommen, sondern auch mich in die Schrift reinzudenken und mit ihr zu experimentieren, aus ihr etwas herauszuholen, für meinen Nutzen, muss ich dazu sagen, so dass ich es gut anwenden kann. Aber dass ich damit natürlich auch den Schriftgestalter völlig übergehe, weil, wie gesagt, der hat sich was dabei gedacht. Und deswegen ist jetzt das Kapitel 1, 2, 3, nämlich ich möchte gerne einfach drei Fragen in den Raum werfen und würde mich freuen, wenn wir darüber am Ende eben noch sprechen würden. Und das eine ist, darf man das? Darf man es überhaupt machen? Auch rein rechtlich? Weiß ich nicht. Also eigentlich gibt es ja ein Urheberrecht sozusagen. Und ich fände es ja auch nicht schön, wenn einer mein Plakat nehmen würde, würde es zerschnippeln und würde daraus etwas anderes legen und das als eigenes Plakat dann wieder, weiß ich nicht, verwenden. Also kommt auch drauf an, wenn es gut gemacht ist, finde ich das natürlich sehr schön. Aber wie entscheide ich, wann etwas gut gemacht ist? Also für mich persönlich kann ich das, aber wie kann ich mit sowas umgehen? Also darf man das? Gibt es Grenzen dabei? Also wir alle nutzen Schrift. Und auch wenn ich sage, da ist viel Arbeit reingeflossen, ins Kerning und alle möglichen Sachen, wenn wir Schrift setzen, auch bei Mengentext, also langen Fließtext, ich gehe durch jedes Buch durch und schaue mir das Spacing an, korrigiere, mache lange Gedankenstriche, setze ich im Grundlinienversatz gegebenenfalls ein bisschen runter und ein bisschen hoch, wenn mir die Positionierung nicht gefällt. In sehr vielen Schriften das Ad-Zeichen ist vielleicht auch eine Philosophie. Ich verstehe nicht, wenn der runde Bogen, dass der auf der Schriftlinie, sondern wir haben in der Mitte eine Glyphe, einen Buchstaben. Warum sitzt der nicht auf der Schriftlinie? Ich setze es also meist immer im Grundlinienversatz ein bisschen nach unten. Ziehe Buchstaben ran, mache Abstände neu. Also das ist ja für uns das Normale. Das ist ja sogar erwünscht und das müssen wir ja auch machen, damit ein Buch zum Beispiel gut gestaltet wird. Aber wo darf man anfangen? Wo gibt es eine Grenze? Auch darüber möchte ich gerne sprechen
Und ja, freue mich, was ihr für eine Meinung, also bin ich gespannt. Und dann natürlich schon so oft jetzt in dem Vortrag gesagt, was denken denn eigentlich Schriftgestalter darüber? Also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es Schriftgestalter unterm Publikum gibt und wir da gleich offen auch drüber sprechen können, vielleicht auch über Erfahrungen, wo ihr eure Schriften gesehen habt im Einsatz und gedacht habt, ach, so ein Scheiß, um es auf Deutsch zu sagen, was ist denn damit passiert? Oder eben Beispiele, wo ihr sagt, das ist sehr gut. Und ja, wir treten jetzt gleich ja noch in das offene Zoom-Gespräch. Bin gespannt, wer alles dabei ist. Freue mich drauf und verbleibe bis dahin dann erstmal mit einem großen Danke fürs Zuhören und Prost, weil ich habe einen trockenen Mund.